Und lüg mich nicht an. Sie ist es, oder? Luna ist Saul Benson. Komm her. Ich erzähle dir die Wahrheit. Aber niemand darf davon erfahren. Das Thema ist sehr heikel. Kann ich dir sicher vertrauen? Ja. Luna ist Saul Benson. Bist du dir da auch ganz sicher? Vor einiger Zeit erreichte mich das Gerücht, dass meine Nichte noch leben würde. Also habe ich nachgeforscht. Sie kam damals in ein Waisenhaus und laut den Unterlagen wurde sie von einem Paar adoptiert, das in der Villa in Cancun lebte. Ich ging davon aus, dass die Adoptiveltern auch die Eigentümer der Villa seien. Aber nein. Ich fand heraus, dass die Adoptiveltern von Saul Benson die Valentes sind. Es erschien mir zunächst absolut unmöglich. Auch heute noch. Es ist unglaublich. Moment, das verstehe ich nicht. Seit wann weißt du das? Und wieso hast du sie hier behalten? Als ich sie einstellte, wusste ich noch nicht, dass Luna meine Nichte ist. Es war schon zu spät, als ich die Wahrheit herausfand. Es hätte sofort Verdacht erregt, wenn ich das gemacht hätte. Bleiben Sie bei uns, kann ich sie besser kontrollieren. Deshalb sagte ich auch, dass du Saul Benson bist. Denn auf diese Weise bleibt das Vermögen, unser Vermögen, in unserem Besitz. Wieso vertraust du mir nicht? Ich hätte die Wahrheit gerne von Anfang an gewusst. Eine Lüge aufrechtzuerhalten ist nicht gerade einfach. Es ist eine große Belastung. Je weniger du wusstest, umso besser war es. Ich wollte dich beschützen. Was passiert, wenn Luna es herausfindet? Das darf sie nicht. Luna Valente wird nie erfahren, dass sie Saul Benson ist. Das verhindern wir. Die Erbin des Vermögens der Bensons bist du. Amber Smith.